Was geht YouTube? Chris hier, zurück mit dem neuen Escape from Tarkov Video. Wie lange habe ich drauf gewartet, das wieder zu sagen? Und ja, sorry, bisschen bewegt gerade. Zurück mit dem neuen Escape from Tarkov Video und heute möchte ich euch endlich mein DLSS Review zu Escape from Tarkov geben. Ich möchte euch erklären, was DLSS macht, wann es sinnvoll ist, wann es nicht sinnvoll ist und wie es funktioniert. Ich glaube, wir legen los. So, DLSS, jetzt seit mittlerweile 2 Wochen in Tarkov verfügbar. Viele haben sich lange darauf gefreut und viele werden mittlerweile aber auch gemerkt haben, dass es ihnen gar nichts oder wenig bringt. Entweder weil sie nicht die richtige Grafikkarte haben. DLSS benötigt eine Nvidia-Grafikkarte der RTX-Serie. Also alles, was RTX 20, RTX 30-Serie ist, funktioniert da. Denn nur diese Grafikkarten haben die Tensorkerne, die notwendig sind, um die KI, die letztendlich dahinter steht, auch arbeiten zu lassen. Bei vielen anderen, die eine RTX-Karte haben, kann es aber tatsächlich auch sein, dass ihr trotzdem nicht wirklich von profitiert oder sogar gar nicht von profitiert. Denn das Problem ist, DLSS reduziert die Last auf der Grafikkarte. Und Tarkov ist ein sehr CPU-intensives Spiel. Das bedeutet, wenn ihr vorher schon im CPU-Limit wart, das heißt die Grafikkarte gar nicht der limitierende Faktor bei euren FPS war, dann bekommt ihr jetzt durch noch weniger Last auf der Grafikkarte eben auch nicht mehr FPS. Ich habe ein Video dazu gemacht, mein vorletztes Video. Ich blende es euch mal rechts oben ein. Da wird ein bisschen erklärt, was Tarkov so mit der CPU für Probleme hat. Und das ist leider in den allermeisten Fällen so, dass die CPU limitiert. Und da könnt ihr euch mal anschauen, was ihr machen könnt, um ein bisschen Last von der CPU zu nehmen. Schaut es euch am besten im Anschluss an dieses Video gerade an, wenn ihr sagt, ich erreiche durch DLSS eigentlich nichts. So, was macht DLSS jetzt eigentlich? DLSS steht für Deep Learning Super Sampling. Deep Learning ist Machine Learning, das heißt, man trainiert eine KI durch Unmengen von Daten auf ein gewisses Ziel hin. Das heißt, die KI soll in der Lage sein, selber Entscheidungen zu treffen, indem sie einfach in den Daten, die man ihr liefert, Muster erkennt. Bedeutet bei DLSS, und ich blende euch jetzt mal ganz kurz einen Screenshot ein, den ich von videocards.com habe. Bei DLSS wird die eigentliche Auflösung, in der das Bild gerendert wird, reduziert und dann durch die KI, die eben trainiert wurde, das Bild schöner zu machen, wieder auf die Zielauflösung hochgesampelt. Supersampling in dem Fall. Supersampling dürften die meisten kennen. Da wird einfach das Basisbild in der doppelten, dreifachen, vierfachen Auflösung gerechnet. Kostet halt Leistung wie Sau. So, jetzt gehen wir davon aus, ich habe hier in der Spalte 4K, ich habe einen 4K-Monitor und habe FPS-Probleme, vor allem mit hohen Grafikeinstellungen. Dann kann ich zum Beispiel hergehen und DLSS Quality einschalten. Bei DLSS Quality wird dann das Bild tatsächlich in 1440p gerechnet. Und dann durch DLSS, durch die KI gesupersampled und versucht, das Bild wieder so nah wie möglich an die Zielauflösung, in dem Fall 4K, heranzubekommen. Und dann könnt ihr in der Tabelle sehen, was die unterschiedlichen Performance-Modi von DLSS sind. Es gibt bei DLSS derzeit Quality, Balanced, Performance und Ultra Performance. Und wenn ich jetzt 4K spielen möchte und ich möchte so viele Frames wie möglich rausholen, dann könnte ich zum Beispiel hergehen und Ultra Performance einschalten. Dann wird das Spiel an sich nur in 720p gerendert und dann auf 4K hochgesampelt. Natürlich verliert ihr aber mit jeder dieser Qualitätsstufen, je weiter ihr runtergeht, auch tatsächlich Bildqualität. Denn je weniger Rohdaten die KI letztendlich hat, um das fertige Bild herzustellen, desto schwieriger wird es. Wir können uns jetzt mal Escape from Tarkov in 720p anschauen. Gebe ich euch mal hier ein Bild und ihr seht schon, das ist sehr, sehr detaillos, sehr verpixelt. Und jetzt will ich ein 4K-Bild erreichen. Das blende ich euch jetzt mal ein. Ihr könnt euch das Ganze so vorstellen: Ein Bild auf dem Rechner wird so gerechnet, dass wir ganz, ganz viele kleine Vierecke haben, Pixel in dem Fall, die am Ende das ganze Bild ergeben. Und wenn ich aber ziemlich große Pixel habe und ich möchte daraus dann wieder kleine machen, dann fehlt mir, je niedriger die Auflösung ist, einfach Details. Deshalb wird eben bei Quality dann 1440p hergenommen. Da habe ich schon einen recht hohen Detailgrad und daraus kann das Bild dann wieder einfach schöner und genauer
reproduziert werden. So, bevor wir uns jetzt gleich anschauen, wie DLSS in Tarkov aussieht, wie gut das geworden ist, will ich an der Stelle nochmal ganz kurz Carter Games und YFood danken, zwei meiner Partner, die von mir in den letzten Monaten so gut wie nichts bekommen haben, keine Gegenleistung bekommen haben und mich trotzdem nicht haben fallen lassen. Das ist schon was sehr, sehr Besonderes in der Branche. Und da will ich einfach an der Stelle mal ganz schnell Danke sagen. Carter Games, da hängt bei mir noch einiges mehr dran. Und ich bin für Carter Games tatsächlich auch im Partnermanagement ein bisschen unterwegs. Das heißt, ich übernehme viel Kommunikation mit anderen Werbepartnern, die Carter Games hat. Das hat sich damals so ergeben, als ich selbstständig geworden bin. Haben sie mich gefragt, ob ich nebenher noch ein bisschen Geld verdienen möchte. Und dem habe ich dann zugestimmt. Und Carter Games ist jetzt sogar hergegangen und hat den Ostercode wieder aktiviert, weil ich an Ostern nicht aktiv war und ihr davon dann quasi nichts hattet. Also bis 3.5. gilt noch der Code totallyacro-ostern und dort bekommt ihr, wir wechseln mal kurz, auf Mousetrap Nummer 1 in allen Größen und Farben 20% Rabatt. totallyacro-ostern und da könnt ihr euch sämtliche Mousepad-Größen auswählen in verschiedenen Farben und das schlichte Carter Games Design für Leute, die es nicht ganz so verrückt mögen, wie die anderen Designs eben aussehen, die können hier nochmal von profitieren. 20% macht bei dem Mousepad auch schon 9 Euro aus, ne? Also definitiv einen Schlag wert, wenn man denn möchte. Und es haben sich schon etliche von euch den Carter Games Mousepad gegönnt. Alle waren immer zufrieden und ich habe noch nie ein negatives Feedback von euch bekommen und es freut mich natürlich umso mehr. Klar, umnähte Ränder, wasserabweisende Oberfläche, perfekte Oberfläche für Mausbewegung. Mehr kann man von dem Mauspad nicht verlangen. So, jetzt schauen wir uns erstmal an, welche Qualität DLSS in Tarkov hinbekommt. Später gibt es noch zu DLSS Quality ein bisschen was, das euch sogar überraschen dürfte. Also jetzt haben wir hier natives 4K, das heißt DLSS ist einmal komplett aus und das Bild sieht gut aus. Das Video ist übrigens in 100 Mbit aufgenommen und hochgeladen in 4K. Wenn ihr also einen 4K-Monitor habt, dann einmal YouTube auf maximale Qualität ballern. Oder wenn ihr es gerade auf dem Handy schaut und ihr wollt es nochmal in guter Qualität sehen, dann könnt ihr das am Rechner auf YouTube oder am Fernseher in 4K tun. So, 4K nativ und wir gehen jetzt auf DLSS Quality. Und ich denke, wir stimmen darüber überein, dass das Bild sehr, sehr gut aussieht. Also für das bloße Auge fast kein Unterschied erkennbar. Man kann sogar erkennen, dass Dinge, die ein bisschen in der Entfernung sind, schärfer dargestellt werden. Wenn ihr euch jetzt mal den Baum vor uns und diesen Turm anschaut, dann erkennt ihr da einen Schärfefilter. Das ist ein Ergebnis von dem Supersampling letztendlich. Aber da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Da kann ich euch das noch ein bisschen genauer zeigen, was das ausmacht. Wenn wir uns jetzt mal 1440p nativ anschauen, also das, woraus dieses Bild errechnet wird, dann wird der Unterschied oder die Leistung, die DLSS da erbringt, schon extrem deutlich. Wir schauen uns jetzt 1440p nativ an. Und jetzt ist schon richtig deutlich, was für eine Magie DLSS da eigentlich anwendet. Denn das hier ist die Auflösung, aus der das gerade eben gesehene Bild errechnet wird. Also es ist fast kein Unterschied zu erkennen zu nativem 4K, zu der Basisauflösung, aus der das Ganze entsteht, aber doch schon ein heftiger Unterschied. Jetzt haben wir wieder natives 4K, einfach damit ihr gleich den Kontrast sehen könnt. Wir gehen nämlich runter auf DLSS Balanced und auch dieses Bild sieht schon verdammt gut aus. Also ich persönlich hätte tatsächlich keinerlei Probleme mit diesem Bild hier zu spielen, allerdings merke ich an manchen Feinheiten, besonders wenn es dann zum Beispiel um Maschendrahtzäune geht. Und wenn ihr mal die beiden großen Schornsteine in der Entfernung anschaut, dann könnt ihr auch sehen, dass deren Seitenwände nicht wirklich gerade sind. Also da hat sich so ein bisschen ein Treppeneffekt ergeben. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal eine Stufe runter und zwar auf Performance. Und auch hier wieder, man erkennt leichtere Qualitätsunterschiede, speziell auch jetzt wieder, wenn es in die feineren Details rangeht. Man kann vielleicht so ein kleines bisschen Rauschen an dem Baum sehen und auch die Türme hinten immer noch keine schönen geraden Seitenwände. Man hat so eine leichte Treppenbildung, aber auch das hier ist ein verdammt gutes Bild dafür, dass dieses Bild gerade in 1080p gerendert wird
und dann hochskaliert wird. Das muss man sich immer mal vor Augen führen. Wir gehen jetzt auf Ultra Performance. Da sieht man dann auf jeden Fall schon deutlich einen Unterschied. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie 1080p nativ aussieht, damit ihr wisst, was hier für eine Magie eigentlich passiert. Das ist 1080p. Also das hier ist die Quelle von dem, was wir gerade eben gesehen haben. Und ich finde es einfach jedes Mal wieder Wahnsinn, wenn ich mir das dann anschaue. Besonders pervers wird es gleich bei Ultra Performance. So, nochmal nativ 4K ohne DLSS und jetzt schalten wir Ultra Performance ein und da werden wir dann schon den ersten richtig kräftigen Sprung sehen. Ich denke, den Unterschied, den erkennt man dann schon deutlicher. Auch wenn man diese Bilder nicht direkt nebeneinander hat und das Ganze nicht in Bewegung ist, dann ist es trotzdem schon unfassbar gut. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel hier so ein bisschen das Wabern an den roten Türen und an dem roten Tor. Aber generell macht es doch schon einen guten Eindruck. Und jetzt auch hier nochmal der Schock, was die Quellauflösung ist. Das ist 1280x720p hochskaliert. Wenn ihr jetzt auf die Vögel achtet, erkennt ihr auch, dass die schon deutlich schlechter aussehen als vorher. Dass also kleine Objekte eben ihre Probleme in Ultra Performance haben. Aber trotzdem immer noch faszinierend, was das ist. Wir gehen jetzt nämlich mal nativ auf 720p, damit ihr seht, was hier gerade eigentlich passiert. So, das ist schon schockierend, würde ich behaupten. Also es ist wirklich, wirklich Wahnsinn, was DLSS in der Lage ist zu tun. Bin ich jedes Mal einfach hin und weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Was heutzutage mit einer Menge Daten und KI einfach machbar ist, auch in solchen Bereichen, finde ich wahnsinnig faszinierend. Jetzt achtet nochmal ganz kurz auf die Büsche links zwischen dem Auto und der Mülltonne. Wir gehen jetzt wieder von 720p auf 4K DLSS Balanced, was ja dann letztendlich auch 720p ist, nur eben gesupersampled. Und achtet auch mal auf die Leiter, die diesen Turm hochgeht. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die Leiter war gerade eben ein reiner Pixelbrei. Und das ist jetzt DLSS Ultra Performance auf 4K gesupersampled. Einfach der Wahnsinn. So, jetzt nochmal eine komplexere Szene. Ich laufe in Native 4K, dann Ultra Performance, Performance, Balanced und Quality. So, wir sind jetzt hier in einem Online-Raid, wie man gerade sehen konnte, als Scav. Und hier möchte ich euch zeigen, wie sich DLSS performance-technisch bei mir auswirkt. Wir haben jetzt die Einstellungen, die ich benutzt habe, bevor DLSS released wurde. Das heißt, ich bin auf 4K, habe aber SSR und HBO komplett aus. Ich zeige euch die Einstellungen gleich nochmal. Und wir sehen jetzt oben links, meine GPU ist bei 97-98% Auslastung. FPS bei 104 und das sind so die Werte, die ich auch sonst immer habe. Das heißt, mit Einschalten von DLSS sollte ich jetzt auch mehr FPS haben. Gucken wir mal, wie sich das Ganze auswirkt. Wie gesagt, gerade so 103, 104 FPS. Und jetzt gehen wir auf meine Einstellungen. Die könnt ihr euch mal anschauen, pausieren, wenn ihr wollt. Ich muss hier ein bisschen schnell machen. Und jetzt schalten wir einfach mal DLSS auf Quality. Und gucken, was passiert. Und wie wir sehen können, wir haben eine ganz leichte Performance-Steigerung um 10, 11 FPS. Das ist jetzt erstmal wahnsinnig enttäuschend, weil, ja, bringt halt nicht viel, ne? Unsere GPU-Auslastung ist aber gesunken um 25% fast. Das Tolle ist jetzt allerdings,
Ich kann jetzt hergehen und deutlich höhere Grafikqualität einstellen, wie ich es eigentlich gerne wollen würde. Und schauen uns jetzt einfach mal das Bild an, wie das aussieht. Gehen jetzt her und schalten DLSS ein und haben aber auch gleichzeitig die geile Grafikqualität. Also gehen wir her und schalten HBO auf Very High, SSR auf Ultra und sehen dann, das Bild sieht deutlich geiler aus. Wir haben jetzt hier die Reflexionen. Leider regnet es nicht. Ich hatte gerade den perfekten Take mit Regen. Da sah das alles noch viel, viel besser aus. Aber ja, ihr könnt jetzt schon sehen, das Bild ist deutlich geiler geworden. HBO kommt richtig geil zur Geltung, vor allem hier an den Wänden und natürlich die Reflexionen am Boden. Und was hat uns das jetzt gekostet im Vergleich zu vorher ohne DLSS und ohne diese Grafikeffekte? Wir haben keine 10 FPS verloren. Und das ist das, was DLSS so stark macht. Wir können hergehen und deutlich bessere Grafik einschalten und gewinnen teilweise sogar FPS oder in meinem Fall verlieren ganz geringfügig FPS. Jetzt wäre es natürlich möglich, DLSS einzuschalten und auch die, wie soll man sagen, die Grafikeinstellungen runterzulassen. Aber dafür ist dann der geringfügige Performance-Boost, glaube ich, der ist es nicht wert. Also wenn, dann will man schon ein bisschen geiles Bild haben. Jetzt sehen wir oben, unsere GPU-Auslastung ist auf 98%. Das heißt, mit einem stärkeren DLSS-Level könnten wir vielleicht sogar noch ein paar FPS rausholen. Gehen also mal her und sagen, wir schalten nicht DLSS auf Quality, sondern auf Balanced. Und dann sieht das Bild ein kleines bisschen schlechter aus, für die meisten wahrscheinlich nicht mal unbedingt sichtbar. Allerdings haben wir jetzt gute 15 FPS mehr. Jetzt müsst ihr für euch entscheiden, ist mir die etwas schlechtere Bildqualität das wert, dass ich jetzt hier noch ein paar FPS mehr raushol, oder sind mir die paar FPS, die ich habe, das wert, dass das Bild schlechter wird, oder bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich vorher hatte? Ich für meinen Fall habe mich für Quality entschieden. Ich verliere ein kleines bisschen FPS im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte, kann aber viel, viel bessere Grafik genießen. Jetzt kann ich natürlich auch hergehen und wir sehen, meine Grafikkarte ist immer noch so auf 98% und können jetzt mal hergehen und den Performance Mode einschalten. Und das Bild ist wieder ein bisschen schlechter geworden. Die FPS aber nur geringfügig gestiegen. Jetzt sind wir nämlich wieder an dem Punkt angelangt, an dem die CPU unser Bottleneck ist. Und da reißen wir dann nicht mehr viel. Also selbst wenn ich jetzt auf Ultra-Performance gehen würde, da lässt sich halt dann nichts mehr rausholen, weil letztendlich einfach die CPU limitiert. So ist das Bild dann deutlich beschissener, FPS quasi gleich. Also nochmal zum Vergleich. So sah bei mir das Spiel vorher aus. Mit um die 100 FPS jetzt in der Szene. Und so sieht das Spiel jetzt aus mit den neuen Einstellungen, die ich dank DLSS spielen kann. Also Quality, HBO auf Very High, SSR auf Ultra. So, und das hat schon richtig Stil, finde ich. Wie würde das Ganze ohne DLSS aussehen? Kann ich euch auch zeigen. Wenn ich jetzt also diese Einstellungen so hochstellen möchte, ohne DLSS zu verwenden, dann achtet auf meine FPS. Boom. Liegen wir bei 54. Also wir haben gute 40% mehr Performance bei gleicher Grafikeinstellung dank DLSS. Und das ist DLSS, wie es sein sollte. Sehr, sehr hohe Auflösungen im Idealfall. Sehr, sehr hohe Grafikeinstellungen, ohne wirklich Performance einzubüßen. Ich finde es geil und ich hoffe, ihr findet für euch auch noch die richtigen Einstellungen. So, jetzt habe ich vorher gesagt, es gibt noch was, das euch wahrscheinlich überraschen sollte, dürfte. Tatsächlich kann DLSS auch ein bisschen dafür sorgen, dass Details in der Entfernung und feine Details besser aussehen als bei nativer Auflösung. Achtet mal jetzt gerade auf die Stromleitungen, die von den Strommasten weggehen und auch auf den hinteren Strommasten, den man da sieht. Das ist jetzt nativ 4K. Also ohne DLSS. Und jetzt schalten wir mal DLSS Quality ein. Na komm, lass dich klicken. DLSS Quality.
Und was ihr sehen könnt, ist, dass der Strommast in der Entfernung tatsächlich sogar detaillierter geworden ist und vor allem die Stromleitungen jetzt auch wirklich sichtbar sind. Klingt erstmal verrückt, weil wir machen ja letztendlich eine Sache, die Qualität eigentlich ein bisschen verschlechtern sollte, von nativ auf per KI gesupersampled. Hat aber letztendlich einfach damit zu tun, dass diese KI in viel, viel höheren Auflösungen trainiert wird. Bedeutet, sie weiß eben, wie diese Dinge auszusehen haben und reproduziert das dann aus dem, was sie gelernt hat. Und so kommt es dann, dass ein Bild, das nachbearbeitet ist, wenn man so möchte, tatsächlich hier in dem Fall besser aussieht, als es nativ der Fall gewesen wäre. Gibt es an ganz vielen anderen Stellen auch schöne Beispiele. Leider habe ich keine Zeit mehr, hier 1000 Mal ins Spiel zu laden und jedes Mal, wie es jetzt gerade eben auch passiert, dann mit dem scheiß Regen zu kämpfen. Aber generell, was ihr sehen werdet, ist, dass feine Details in der Entfernung mit DLSS besser aussehen und in vielen Bereichen tatsächlich auch leichter Nebel ein bisschen aufgeklärt wird und dadurch dann zum Beispiel dahinterliegende Felsen oder sowas deutlich besser aussehen. So, jetzt ist aber DLSS bei weitem noch nicht perfekt und speziell in Tarkov noch nicht perfekt, denn DLSS ist letztendlich auch ein lernendes System. Das heißt, DLSS wird auch in Tarkov mit der Zeit besser werden. Wo DLSS hier in Tarkov noch die allerstärksten Probleme hat, sind zum Beispiel Painkiller, die ja diesen unglaublichen Schärfefilter aufs Bild legen. Deshalb, wir sind jetzt gerade hier in DLSS Quality und ich schmeiße mir mal ein Schmerzmittel ein und dann sehen wir, was hier passiert. Die Grashalme und alles andere wird einfach deutlich überstrahlt. Es wirkt fast, als wäre da wie so ein Gamma-Filter drauf. Ich glaube, ihr könnt sehen, was ich meine. Als würden manche Teile so ins Schwarz-Weiß übergehen. Also, ja, nicht unspielbar, aber natürlich trotzdem nicht schön. Ein weiterer Bug ist das sogenannte Ghosting. Das können wir jetzt bei diesem Vogel mal ganz kurz betrachten. Seht ihr die Flügel, wie die so ein bisschen was hinter sich herziehen? Das ist bei Vögeln manchmal ein bisschen krasser zu sehen noch. Kommt am häufigsten vor, wenn was von einem hellen Hintergrund oder was Helles von einem dunklen Hintergrund ist. Vielleicht können wir den Vogel gleich nochmal in der Entfernung sehen. Sieht dann aus, als würden die so einen Schweif hinter sich herziehen. Bei den Flügeln kann man es gerade erkennen. Kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Ich habe hier eine andere Stelle, an der man das deutlicher sieht. Ich meine, die Vögel, die interessieren jetzt keinen Schwanz, um ehrlich zu sein. Aber es fällt dann halt ins Auge, wenn sie mal an einem vorbeifliegen. Eine Position, an der man das Ganze aber sehr, sehr deutlich sehen kann, ist hier hinten bei den Gleisen, denn wenn wir da hochgehen, sehen wir helle Gleise auf einem dunklen Hintergrund auftauchen. Und jetzt achtet mal, wenn ich hier hochgehe auf das hintere Gleis. Könnt ihr das sehen? Das hintere Gleis zieht wie so ein Schleier hinter sich her, wenn es auftaucht. Ist jetzt hier an der Stelle noch ein bisschen schlechter, als ich es letzte Mal gesehen habe. Vielleicht können wir das hier hinten nochmal reproduzieren. Ja, bei dem ist es besser zu sehen, weil der Hintergrund dunkler ist. Also das helle Gleis taucht auf und zieht dann wie so ein Schleier hinter sich her. Ich denke mal, das sollte für euch sichtbar sein. Ansonsten, wo man das teilweise auch sehen kann, ist die Waffe. Achtet mal auf das Ironsight. Kimme und Korn, die haben auch wie so einen leichten Schleier, den sie hinter sich herziehen. Fällt natürlich besonders auf, wenn es im Dunkeln ist. Auch ein Thema, das ist tatsächlich ein etwas bekannteres DLSS-Problem, bin ich der Überzeugung, dass es irgendwann verschwindet. Und es ist auch in anderen Spielen schon deutlich besser geworden. Auch hier wird Tarkov einfach noch ein bisschen brauchen. Das Spiel oder DLSS wird in Tarkov immer weiter verbessert werden. So wie es in anderen Spielen eben auch der Fall ist. Und dann wird sowas irgendwann auch behoben sein, beziehungsweise minimiert sein. Behoben, ganz behoben wird es wahrscheinlich nie sein. Das ist zumindest in anderen Spielen noch der Fall. Zumindest bei der aktuellen DLSS-Version. Vielleicht macht ihr aber Nvidia auch irgendwann mal Verbesserungen in der Hinsicht,
sodass man sagen kann, auch dieses Thema ist gegessen. Haben wir jetzt hier noch einen Vogel, bei dem wir zeigen können, was ich vorher gemeint habe. Die sind natürlich nur dann da, wenn ihr Schatten dich erschrecken soll. Ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich hoffe, man hat es vorher gesehen. Die YouTube-Videoqualität, ich lade es in maximaler Qualität hoch, aber YouTube macht da leider auch immer noch ein bisschen was kaputt, weshalb es sein kann, dass ihr viele Dinge von denen, die ich gerade angesprochen habe, nicht sehen könnt. Aber schaut mal auf den Lampenmasten hier. Seht ihr auch dieses kleine Hin- und Hergeziehe von Konturen? Das ist im Prinzip das, was ich meine. Also Dinge von einem hellen Hintergrund oder sehr helle Dinge von einem dunklen Hintergrund, da fällt sowas auf. Ansonsten, mir persönlich im normalen Spiel ist nur einmal dieser Vogel aufgefallen und eben da hinten dieses Gleis, als ich darüber gelaufen bin. Und ansonsten eigentlich nichts. Und wenn man nicht drauf achtet, dann merkt man da auch nichts. Ich glaube, hier hinten sieht man es auch nochmal ganz gut. Diese Kabel von dem Kran. Gehe ich davon aus, dass es besser wird. Vogel kommt, zeigt deinen Schweif. Ich sehe ihn. Für euch wahrscheinlich fast nicht sichtbar. So, das hier nehme ich jetzt gerade auf, nachdem ich das Video geschnitten habe. Es ist mein erstes Video nach einer langen Pause. Es war ein richtiges Chaos. Ich bin noch nicht zufrieden mit dem Video. Viele von euch werden es vielleicht auch nicht sein. An der Stelle muss ich aber jetzt endlich sagen, ey, ich muss irgendwo wieder anfangen. Es sind ganz, ganz viele Aufnahmen durcheinander. An manchen Stellen habe ich mich verplappert, weil die Aufnahmen sich dann irgendwie überschnitten haben und es dann zeitlich nicht ganz passt. Aber am Ende hoffe ich einfach, dass rumgekommen ist, was ich sagen wollte. DLSS ist in Escape from Tarkov sehr gut integriert worden. Es gibt noch das ein oder andere Problem, was ihr jetzt zum Schluss an Bugs gesehen habt. Aber das ist nichts Weltbewegendes. Für mich persönlich ist einfach wichtig gewesen. Gerade dafür ist DLSS tatsächlich auch entwickelt worden. Wir spielen mittlerweile in 4K. Es gibt mittlerweile Verrückte, die in 8K spielen. Die Spiele haben Grafikeinstellungen, die Leute teilweise nicht mehr nutzen können, weil sie so leistungshungrig sind. Und da schafft DLSS einfach noch einen Headroom. Es ist also nicht dafür gedacht, jemandem, der auf dem 1080p-Monitor spielt, auf mittleren Einstellungen noch irgendwie mehr FPS rauszuholen. Oder einem CSGO-Spieler, der mit 600 FPS spielt, 1000 zu verschaffen. Sondern Leuten, die mit sehr hohen Einstellungen spielen, sehr hohen Auflösungen, möglicherweise in manchen Games sogar Raytracing oder sowas verwenden, noch den Headroom zu geben, damit das auch genossen werden kann. Weil speziell Raytracing, das war letztendlich der Ursprung des Ganzen, ist so leistungshungrig, dass man das bei vielen Spielen einfach nicht genießen kann. Ja? Und deshalb finde ich, DLSS hat in Tarkov seinen Platz, auch wenn ich weiß, dass viele enttäuscht sind, weil bei ihnen eben nicht viel passiert ist. Aber dafür war DLSS von Anfang an nicht gedacht, sondern DLSS soll die Ultra-Grafikeinstellungen genießbarer machen. Und wenn ihr jetzt also sagt, hey, ich habe einen 1440p-Monitor und bei mir bringt DLSS im Moment nichts, schaut mal, ob ihr noch ein paar Einstellungen hochballern könnt, das Spiel vielleicht optisch ein bisschen mehr genießen könnt und dann auch von DLSS was habt. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Und ich hoffe, dass es bei vielen, vielen anderen genauso ist. Jetzt ist wichtig von Battlestate-Seite, dass sie an den CPU-Hunger von Tarkov noch ein bisschen mehr rangehen. Da hat sich schon viel getan in den letzten Jahren. Aber um Performance noch richtig nach vorne zu bringen, ist das der fehlende letzte Stein, der umgeworfen werden muss. Das Video ist vorbei. Vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Mich hat es gefreut, endlich mal wieder an einem Video zu arbeiten, auch wenn es am Ende ein bisschen gequält war. Weiß nicht, mittlerweile sind es wahrscheinlich 25 Stunden in dem Video drin. Allein schon immer wieder in die Games reinladen, das richtige Wetter erwischen, damit ich euch grafische Unterschiede zeigen kann und sowas. Tarkov, bitte bringt endlich für den Offline-Mode ein fest wählbares Wetter, das sich nicht ständig verändert. Und bei dem ich nicht Glück brauche, um es zu erwischen. Das wäre schon ziemlich gut. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Denkt dran, ihr seid die Geilsten. Haut da rein und tschüss.